Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute ein bisschen Politik und zwar machen wir Waldpolitik, die einzige, und Umweltpolitik würde auch noch gehen, aber in diesem Fall ist es jetzt nun mal Waldpolitik, die einzige Politik, die man hier auf diesem Kanal sehr gerne diskutieren darf, kann, soll, ja, auch gerne, wer möchte, ne? Kein Zwang, aber das darf selbstverständlich sehr gerne diskutiert werden. Ich möchte aber darum bitten, dass es auch nur bei der Waldpolitik bleibt. Hier der kleine Benimm-Disclaimer. Wir sind im Internet, es ist ein politisches Thema. Dürfte klar sein, dass das potenziell zu unschönen Diskussionen kommen kann. Unschöne Diskussionen will ich auf meinem Kanal aber nicht haben. Und daher bitte grob an das halten, was hier steht. Alternativ könnt ihr auch das Video zu Ende gucken. Dann merkt ihr ja, was für einen Umgangston ich verwende. Und in diesem Umgangston bitte auch die Kommentare und die Diskussion. Wer sich da nicht dran hält, der fliegt raus. Ja. Anders kann man das nicht machen, weil das will ich echt nicht haben, dass das hier jetzt eskaliert und so weiter und so fort. Außerdem bin ich rechtlich zum Teil verantwortlich, wenn irgendwelche zum Beispiel verfassungswidrigen und Aussagen unter meinen Videos drunter stehen, dann kann ich auch teilweise haftbar gemacht werden, wenn ich nach Kenntnis solche Aussagen die nicht lösche. Also man hockt da rechtlich, das wissen viele Leute nicht, aber man hockt rechtlich immer so ein bisschen mit einem Bein auch im Knast, ne? Wenn man solche Sachen betreibt, wie ich jetzt hier. Ja, also, das der Disclaimer und dann geht's auch los. So, fertig mit dem Eingangsgemecker, dass ihr euch in den Kommentaren benehmen sollt, habe ich gesagt. Und dann können wir jetzt mit diesem kontroversen Thema loslegen. Kurz zur Übersicht. Sämtliche großen Parteien sind vertreten. Ich versuche, möglichst neutral zu sein und keine Partei so schlecht zu behandeln, wie ich gerne möchte, aber auch keine Partei so gut zu behandeln, wie ich gerne möchte. Ich selber zu meinem eigenen Wahlverhalten, ich bin Ökologe, ne? Mir ist von meiner persönlichen Einstellung her das Wichtigste auf dem Planeten, mal abgesehen von Frau, ja, ne? Natur, Wald und so weiter. Ja, das habe ich studiert, das ist mein Job, das finde ich wichtig. Ich werde entsprechend wählen. Könnt ihr euch jetzt ungefähr ausrechnen, was für Parteien da möglicherweise in Frage kommen. Ja? Logisch. Ich glaube, das ist wirklich nachvollziehbar. Das ist mir das aller Wichtigste. Deswegen möchte ich ja auch jetzt gerade eben über die Waldpolitik reden. Man könnte noch über die Agrarpolitik, über die Umweltschutzpolitik und so weiter und so fort reden. Das ist alles ähnlich wichtig, aber dann wird das zu groß. Das ist dann einfach vom Aufwand, vom Zeitaufwand für das Video und dem Umfang, den das dann haben würde, nicht mehr gerechtfertigt. Aber das ist irgendwo klar, dass ich irgendwie irgendwen wählen werde, der eine aus meiner Sicht sinnmachende Umwelt, Klima und Wald und Naturschutz und so weiter und so fort Politik hat. Alles andere ist viel zu zweitrangig. Ja? Wenn es mehrere Parteien gibt, die eine gute haben, dann wähle ich mir die aus, die auch in den anderen Bereichen am ehesten dem entspricht, was ich wichtig finde. Aber 90% meiner Wahlentscheidung basiert auf den Aussagen, die die entsprechende Partei zu dem Grünen-Krempel macht. Grün im Sinne von ökologisch, ne? Nicht im Sinne von die Grünen. Wenn ich jetzt hin und wieder mal grün sage, dann meine ich eben ökologisch eingeprägte Politikrichtung. Ob man jetzt wirklich da unbedingt die Grünen wählen möchte, muss gar nicht unbedingt sein. Ganz ehrlich nicht, weil es gibt auch noch ein paar andere vernünftige Ideen von anderen Parteien. Ob man die jetzt sonst gut findet oder nicht, das überlasse ich ganz euch. Aber ja, genau. So ist es. Und es kommen alle großen Parteien vor, mit einer Ausnahme. Die SPD hat keine Waldagenda. In Baden-Württemberg steht bei der SPD nichts zum Wald im Wahlprogramm. Entweder bin ich ein völliger Blindfisch und habe dazu nichts gefunden. Sie möchte Grünstreifen entlang von Feldern begrünen. Das ist auch schon das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben ist von der Ökopolitik der SPD. Ich möchte gar nicht über die SPD herziehen, aber das ist ein bisschen schwach. Hm? Ausgerechnet und nur die SPD haben nichts zum Wald. Selbst die AfD hat was zum Wald. Ob das jetzt besonders nachvollziehbar, die FDP hat auch was zum Wald. Ja? Die Linke haben was zum Wald. Die CDU, ja, und die Grünen. Und lustigerweise, ich hätte mir das noch angeguckt, die ÖDP. Die ÖDP, also die ökologisch-demokratische Partei, heißt die so, die haben auch nichts zum Wald. Erstaunlicherweise haben die auch nichts zum Wald. Ich habe mich mit denen schon häufiger auseinandergesetzt. Ich werde da nicht so wirklich warm mit.
Vielleicht deswegen. Ja. Aber deswegen können wir sie nicht diskutieren, weil die haben nichts. Dass sie nichts haben, ist allein natürlich auch schon eine Aussage. Das gilt auch für die SPD, weil ab sofort kommt jetzt Meinung. Ja. Wenn ich mich gerade was vorlese, ist alles andere, was ich jetzt sage, Meinung. Die könnt ihr interessant finden, wenn nicht, dann macht aus, weil was anderes als Meinung kann ich hier nicht bringen. Ich kann teilweise noch ein paar meine Meinung mit Fakten unterlegen und mit Fachwissen unterlegen, aber es bleibt trotzdem Meinung, die ich zu verteidigen versuche. Ja? Also ganz wichtig. So, und Meinung eher eins ist, dass die ÖDP zum Wald nichts drinstehen hat, finde ich ein Armutszeugnis. Meinung. Und dass die SPD nichts zum Wald drinstehen hat, ebenfalls. Ja? Bei der ÖDP finde ich es noch schlimmer als bei der SPD. Andererseits, eine Volkspartei sollte, nicht weil Volkspartei ein schlechter Begriff ist, sondern einfach weil das heutzutage vielleicht durchaus diskutiert werden darf, ob es überhaupt noch Volksparteien gibt. Jedenfalls, das sollte drinstehen bei der SPD und das tut es nicht. Und das sehe ich schon mal als... Ich werde sie nicht wählen. So viel kann ich jetzt, glaube ich, an dieser Stelle schon mal sagen. Gut, und jetzt fangen wir an. Und die Grünen, derzeit unsere Landesregierung bildende Partei mit dem Winfried als Ministerpräsident. Und los geht's. Widerstandsfähige Waldökosysteme statt Monokulturen ist so ein bisschen der Wahlspruch. Baden-Württemberg ist Waldland, doch unser Wald ist bedroht, besonders durch die Klimakrise. Das neue Waldsterben ist vielerorts schon deutlich sichtbar. In ganzen Landstrichen vertrocknet der Wald oder ist so geschwächt, dass Schädlinge und Krankheiten verheerende Schäden anrichten. Die Bäume, die vor Jahrzehnten oft in Monokulturen gepflanzt worden sind, in Dürresommern nicht gewachsen. Dabei ist der Wald neben Mooren und Grünland unser wichtigster Kohlenstoffspeicher. Wir müssen jetzt die Aufgabe angehen, den Wald und seine Bewirtschaftung umzugestalten. Und zwar so, dass widerstandsfähige Waldökosysteme entstehen. Nur dann bringen sie den nachfolgenden Generationen Erlöse ein. Ebenso gilt, die Landwirtschaft, der Obst- und Weinbau müssen sich auf immer häufigere wetterbedingte Schäden einstellen und ihren Anbau anpassen. Gleichzeitig müssen sie ihr Klimaversprechen einlösen und den Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen verringern. So, das war so ein bisschen die Präambel. Die ist bei den Grünen etwas länger als beim Rest. Also macht euch keine Sorgen. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, grundsätzlich, ja, völlig egal in welchem Text und in welchem Zusammenhang das irgendwo steht. Das steht auch oft bei Naturschutzverbänden und Ähnlichem. Wenn man mal wieder rumnörgelt, dass die Vergangenheit ja ach so furchtbare Waldwirtschaft gewesen ist und einfach den Kontext der damaligen Zeit ignoriert. Man konnte nach dem Zweiten Weltkrieg und man musste aufforsten, man wollte aufbauen, man brauchte Holz. Man konnte aufgrund der riesigen Flächen, die kahl waren, weil auch Reparationshiebe der Alliierten wirklich massenhaft Wald vernichtet haben, die ganze Kriegsindustrie massenhaft Wald vernichtet hat, hatte man gar keine andere Möglichkeit, als Fichte und Kiefer hinzupflanzen, weil alle anderen Baumarten, zumindest aus dem damaligen Stand des Wissens, wachsen auf Freiland eben nun mal nicht gut und wäre nichts geworden und man hätte nicht schnell neues Holz bekommen. Vor allen Dingen hätte man auch nicht schnell brauchbares Nutzholz bekommen. Und aus der damaligen Zeit und den damaligen Umständen sind die allermeisten Wälder, die allermeisten, nicht alle, die jetzt noch als Fichtenmonokultur irgendwo rumstehen, so die letzten Überbleibsel eben der Zeit, wo man aus diesen Gründen Fichte und Kiefer gepflanzt hat. Zugegebenerweise gab es dann auch mal noch eine Phase, da hat man weiterhin Kiefer und Fichte gepflanzt, obwohl eigentlich langsam bereits die Erkenntnis da war, dass man es nicht mehr hätte pflanzen sollen, aber darauf bin ich in letzter Zeit in Videos immer mal wieder eingegangen. Aber man darf einfach nicht zu sehr verteufeln, dass wir damals alles falsch gemacht hätten. Es gab gute Gründe, das damals so zu tun. Und ja, die Präambel ist eh nichtssagend. Ja, da steht ja keine politischen Pläne oder irgendwas drin, was sie in Zukunft besser, anders, sonst wie machen wollen. Ja. Gut, der Waldbau der Zukunft wird der Dauerwald sein, der naturnah angelegt und nachhaltig bewirtschaftet wird. Boing. Okay, das ist schon mal jetzt eine interessante Waldbewirtschaftungsform. Dauerwald bedeutet, wir haben einen kontinuierlichen Kronenschluss. Das heißt, es soll gar nicht erst zu größeren, also größer als eine Baumlänge darf nicht sein, Flächen ohne Bäume kommen. Ja? Also heißt, wenn du einen 30-Meter-Baum hast und schmeißt den um, dann darf, nachdem der weg ist,
kein größeres Loch als 30 Meter im Durchmesser sozusagen entstehen und es muss immer noch eine gewisse Kronendeckung da bleiben, damit überhaupt kein Offenlandklima entsteht. Das ist tatsächlich wissenschaftlich gesehen jetzt in Zeiten von höherem Dürrerisiko eine gute Idee, weil mit dauerhaft geschlossener Krone kommt weniger Licht am Waldboden an und wenn der dann mal Wasser aufgenommen hat, was er potenziell sehr lange speichern kann, wenn dann welches da ist, ne? Dann gibt er das natürlich umso schneller wieder ab, je heißer der Waldboden wird und der wird bei direkter Sonneneinstrahlung sehr viel heißer, als wenn er die ganze Zeit im Schatten von irgendwelchen Baumkronen steht, die in einem Wald normalerweise eben ein oberes Stockwerk bilden und es hier unten eigentlich immer schattig sein sollte. Das heißt, dieser Dauerwald ist sicherlich eine der vielen Möglichkeiten und sicherlich auch eine der nahezu unumgehbaren Möglichkeiten, wie man in Zukunft in Deutschland Forstwirtschaft betreiben kann. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht ziemlich unbestritten und ich finde es schön, dass das hier drin steht. Jetzt ist es nämlich Meinung, weil ich meine nämlich jedenfalls das Wörtchen Dauerwald als tatsächlich forstliches System. Das ist definiert, was eine Dauerwaldbewirtschaftung ist. Das kann man so in entsprechenden Büchern nachlesen. Habe ich jetzt in keinem anderen Wahlprogramm so gelesen. Ja, dass das Ganze nachhaltig bewirtschaftet wird, das steht im Bundeswaldgesetz, seit es das gibt. Ja. Aber man kann ja nochmal nachhaltig hinschreiben. Nachhaltig ist ein cooles Wort. Das bringt Wählerstimmen. Das ging mir schon im Studium tierisch auf den Sack. Und neulich kam mal wieder ein Kommentar von wegen, oh, dieses Ganze nachhaltig ist langsam nervt. Kann ich menschlich völlig nachvollziehen. Es ist aber halt nun mal leider wichtig. Ja, es ist so wichtig wie fast nichts anderes auf der Welt. Derzeit. Ja, ich finde das unglaublich bedeutend, dass wir diesen Nachhaltigkeitsgedanken wirklich überall reinhauen, wo nur irgendwie geht, dass wenn du auf dem Klo hockst und dass du dann über Nachhaltigkeit nachdenkst, bitte. Also es ist einfach wichtig, ja, auch wenn es nervt. Wälder, die sich naturnah entwickeln können, sind besser gegen Austrocknung, Stürme, Brände und Schädlingsplagen gewappnet als Nadelholzmonokulturen. Wenn wir uns auf Nadelholzmonokulturen beziehen, stimmt das? Das ist wissenschaftlich auch soweit approved. Schwierig wird's, das wäre jetzt eine Aussage, da müsste ich vehement widersprechen, wenn man sagt, Naturwälder sind generell widerstandsfähiger gegen Schädlinge und so weiter als Wirtschaftswälder. Ja? Das stimmt so nicht. Aber als Nadelholzmonokulturen, das stimmt. Übrigens auch schön, beziehungsweise politisch, sie verwenden den Begriff Nadelholzmonokultur. Der forstliche Fachterminus wäre Reinbestand. Monokultur mögen viele Forstwirte nicht. Ja, und viele Leute, die schon lange im Wald arbeiten und sowas auch mal früher noch gepflanzt haben, als man halt sowas noch gepflanzt hat. Ohne böse Absicht und ohne, dass man ihnen das jetzt vorwerfen kann. Und es ist schon eine politische Aussage, den abwertendsten Begriff für Nadelholzreinbestände zu nehmen, den man, ohne jetzt gleich unfreundlich zu werden, sage ich jetzt mal, noch verwenden darf. Ja, gut. So, deshalb wollen wir den Waldbau insbesondere im Kleinprivatwald weiter vorantreiben und unterstützen, hin zu artenreichen Mischwäldern und naturnaher Waldwirtschaft. Das finde ich prima, weil diejenigen, die noch am wenigsten, also die wissen es zum Teil auch sehr gut, ja, ich will hier auch niemand, nicht alle unter einen Hut stecken oder sowas, sondern die Privatwälder sind halt noch die, die am ehesten mal noch eine Fichte hinstellen, weil sie der Meinung ist, eine Generation Fichte geht noch. Herzliche Grüße an denjenigen, von dem ich diesen Spruch jetzt habe, der fühlt sich hoffentlich angesprochen. Ja, und drum Aufklärung und Unterstützung und vor allen Dingen auch dann durchaus ist finanzielle Unterstützung ein Thema, worüber man nachdenken könnte. Der Kleinprivatwaldbesitzer ist in der Hinsicht definitiv wichtig und eine richtige Maßnahme. Und wie sie das jetzt genau machen wollen, konkretisieren sie nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, nichts einzuwenden. Die Naturverjüngung mit heimischen Laubbauarten muss dabei Vorrang haben. Dafür sind angepasste Wildbestände zur Reduktion des Wildverbisses nötig. Das ist ein starkes Statement hinsichtlich Wald vor Wild. Steht so auch in unserem Jagdgesetz drin, das ist ja auch von den Grünen, die sind ja schon eine Weile mit dem Winfried hier am Schalten und Walten. Sie bleiben also bei diesem Statement.
Viele Jäger würden da sicherlich jetzt ein bisschen so in diese Richtung reagieren. Manche anderen Jäger stimmen dem zu. Es ist sehr kontrovers. Die Wald vor Wild, Wild vor Wald Diskussion ist vielleicht eine der erbittertsten Diskussionen, die im Forst so geführt wird. Eine richtige Antwort, was jetzt nun richtig ist, möchte ich mich nicht zu hinreißen. Dafür ist es einfach viel zu umstritten, auch eben in der Forschung durchaus umstritten. Ich halte eine Lösung in der Mitte oder so eine 60-40 Lösung für ganz gut. Die Abschüsse müssen steigen, ja, für die meisten Wildarten. Längst nicht für alle, aber ein reines, nur durch Erhöhung der Abschüsse, Waldschutzziel vor Wildverbiss halte ich auch nicht für richtig. Also so ein bisschen Wildsteuerung, angepasstes Wildmanagement, bestimmte Maßnahmen, damit sich die Tiere mal hier, mal da aufhalten und so weiter, das sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Ja, es gibt Wildökologen, die sagen, das bringt alles nichts. Es gibt welche, die sagen, das allein bringt schon sehr viel, da muss man weniger schießen. Tatsache ist ohnehin, dass derzeit die Menge an Jägern, die notwendig wäre, die auch immer peng, 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 peng machen, um den Wildbestand richtig runterzukriegen, die haben wir einfach nicht. Also es ist nicht flächendeckend zumindest nicht praktikabel, auf alleinigen erhöhten Abschuss zu setzen. Schweres Thema, schweres Thema. Ich finde es, man kann sich jetzt natürlich schon irgendwo politisch positionieren und sagen, ja, wir sind für mehr Rehe abschießen. Muss man meiner Meinung nach nicht. Ich würde mich hier raushalten wollen. Ich finde diese Äußerung neutral, so irgendwie in dem Bereich. Dann meckere ich aber auch nicht bei denjenigen, die sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja? Kommen wir noch dazu, das gibt es bei anderen Parteien. Wir werden prüfen, in welchem Maße der öffentliche Wald, Staatswald und Kommunalwald seine Vorbildfunktion in Sachen Nachhaltigkeit tatsächlich gerecht wird. Ich brauche immer noch eine Flak. Ich lese das trotzdem jetzt noch fertig. Und wo Verbesserungen nötig sind. Jetzt ist er auch weit genug weg. Der Witz ist ja folgendes. Die sind ja schon eine Weile am Regieren, die Grünen, bei uns. Ja, und sie können also quasi, so interpretiere ich das zumindest, jetzt schlecht schreiben. Ja, nee, bei uns ist der Wald scheiße, da müssen wir noch ganz viel tun. Wäre so ein bisschen ein Eigentor, ne? Nee, aber stattdessen prüfen sie jetzt mal, ob denn irgendwo irgendwas noch nicht ganz in Ordnung sein könnte. Tatsache ist, der Wald in Baden-Württemberg ist gut gepflegt. Punkt. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen, wo es mal gerade nicht so schön ausschaut, aber im Großen und Ganzen ist das so. Das ist ein Fakt. Ob das jetzt mit der grünen Politik oder mit ForstbW was zu tun hat oder generell einfach mit der Qualifikation meiner Kollegen, die im Wald rumspringen, ich tippe auf Letzteres, da kann man sich streiten, aber man muss sagen, in Sachen Waldpolitik kann ich zumindest nicht erkennen, dass die Grünen in der vergangenen Zeit, wenn man die jetzt als verantwortlich, als regierungsbildende Partei ansehen möchte, in Sachen Waldpolitik irgendwas eklatant falsch gemacht haben. Über den Nationalpark darf man sich immer noch so ein kleines bisschen streiten. Es gibt nach wie vor auch aus wissenschaftlicher Sicht Argumente der Nationalparkgegner, die es damals gegeben hat, die immer noch gelten, aber ich denke, die allermeisten in Baden-Württemberg sind inzwischen froh, dass das Ding gibt und schön ist er. Aber gut, die Landschaft, die da ist, wäre auch schön gewesen ohne Nationalparkdeckel drüber. Ja, das ist ja nur ein rechtliches Konstrukt und die Wegesperrungen sind durchaus viel diskutiert, die da jetzt eben nach und nach den Zugang zum Wald deutlich erschweren müssen, sollen, können. Schwierig, schwierig. Also mich persönlich, mich nervt es auch, wenn ich da bin. Ökologisch gesehen kann ich vieles nachvollziehen. Es ist ganz schwierig, ja. Aber das nur mal so zu vergangenen entsprechenden Politik da diesbezüglich. Gut, dann, die wollen also heimische Laubbaumarten, hatten wir irgendwo noch vorgelesen, primär Naturverjüngung mit heimischen Laubbaumarten. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen, das haben aber plus minus auch alle Parteien drin, deswegen kann ich das jetzt mal so ausklammern. Wenn es irgendwo nicht steht, können wir da nochmal drauf eingehen.
Ja, so jetzt Verbesserung, Vorbild, nötig. Die FSC oder Naturlandzertifizierung soll dabei das flächendeckende Nachhaltigkeitssiegel und damit das Gütekriterium für unseren Wald sein. Ich finde es grundsätzlich interessant, dass man ein NGO, Waldgütesiegel, als Kriterium für die Waldbewirtschaftung Baden-Württembergs haben möchte. Ja, das heißt, man gibt quasi die Kontrolle über die Qualität des Waldes als Staat, also als Bundesland, ne, weg zu einem NGO. Der FSC ist nicht ganz unumstritten, auch nicht ganz zu Unrecht. Die Wirtschaftskammer innerhalb des FSC hat ein bisschen mehr Spielraum als alle anderen, die da so drin hocken. Also das ist so ein Drei-Kammern-Gremium, wenn da Entscheidungen getroffen werden. Es gibt die Sozial-, die Wirtschaft- und die Umweltkammer. Und in vielen Fällen hockt die Wirtschaft mit ein bisschen in der Sozial- und der Umweltkammer zusätzlich noch drin, und das macht das ein bisschen schwierig, und umgekehrt eben nicht. Da ist also, es ist hochkompliziert. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist ein hochkorrupter Sauverein. Das nicht, nun wirklich nicht. Aber der FSC hat seine Schwächen und auch seine deutlich zu kritisierenden Nachteile. Das FSC-System ist für viele Leute auch nicht ganz nachvollziehbar. Also die gehen quasi in den Wald und sagen, das ist ein besonders gut bewirtschaftet. Der Wald, zack, Brief und Siegel. Das Problem ist, das machen sie je nach Region und je nach Land unterschiedlich. In Deutschland herrschen also im Prinzip all unsere Wälder, wenn sie ein FSC-Siegel kriegen wollen, die allerhöchsten Ansprüche, die man sich irgendwie nur vorstellen kann unter moderner, guter, ökologisch nachhaltiger Forstwirtschaft. In Brasilien reicht es, wenn du den Wald nicht völlig platt gemacht hast. Oh, da steht ja noch Wald, hier FSC-Siegel drauf. Übertrieben ausgedrückt, ja, total übertrieben ausgedrückt. Aber ein FSC-Siegel mit brasilianischem Wald zu bekommen, ist viel einfacher. Und du musst viel weniger nachhaltige und hervorragende Forstwirtschaft und viel weniger Geld investieren, um das Ding zu kriegen. Die Idee ist allerdings, dass sie einfach FSC-zertifizierter Wald in Brasilien bleibt halt stehen. Ja, also das ist damit schon was Gutes. Das rettet da tatsächlich Wald in den Tropen. Es ist nicht optimal bewirtschafteter Wald hinterher, aber er ist auch nicht gleich dem Tode geweiht. Und so gesehen, da ist auch wieder eine politische Fragestellung, ja? Wenn man deutsche Maßstäbe an brasilianische Wälder stellen würde als FSC, dann könntest du da niemals irgendwas zertifizieren. Wäre völlig unmöglich. Und ja. Schwierig, schwierig. Also der FSC grundsätzlich eine gute Sache. Im Detail haben wir schon mal drüber gesprochen, werden wir irgendwann auch nochmal tun, würde jetzt den Rahmen sprengen. Hingegen die Naturlandzertifizierung, wusste gar nicht, dass die gibt, habe ich mir jetzt extra in dem Zusammenhang hier jetzt mal angeguckt. Also auch Naturland gibt dir ein Naturlandaufkleberchen auf dein Holz, wenn du nach irgendwelchen Naturlandkriterien deinen Wald bewirtschaftet hast. Die sind zu 99% prima, und da gibt es ein Riesenproblem, weshalb ich das Naturlandsiegel jetzt einfach mal durch die Bank ablehne. Ich halte das für Schrott. Denn, und das ist aus wissenschaftlicher Sicht, aus forstwissenschaftlicher Sicht ein großer Fehler und katastrophal: Naturland verbietet das Einbringen fremdländischer Baumarten. Wir wissen sowas von überhaupt nicht, wie es jetzt dem Wald in nächster Zeit gehen wird, dass wir einfach alle Möglichkeiten, die uns die Forstwissenschaft zur Verfügung stellt, ausnutzen müssen. Nur ein vielfältiger Wald kann in der Zukunft eine Rolle spielen, weil nur dann, wenn alles mal dasteht, kann man in der Zukunft auch sagen, was davon funktioniert. Und wenn man was gar nicht da hat und das hätte funktioniert, dann hat man die Chance vertan, wenn man es vorher nicht hingestellt hat. Keiner will jetzt nur noch Douglasie hier rumstehen haben oder den ganzen Hügel hier mit Roteiche vollpflanzen. Das will ja keiner. Aber wenn man sie nirgends hat, keine standortangepassten Bestände von Douglasie oder Roteiche oder sonst wie, und dann stellt sich heraus, wie toll die wächst und dass die wirklich Zukunftspotenzial hat und dass wir entweder einen Wald mit Roteiche und Douglasie haben oder gar keinen, sollte sich das herausstellen. Ja, das wissen wir nicht, aber das kann sein. Dann muss man die Option da haben. Und wenn alle Wälder jetzt Naturland zertifiziert wären, dann wäre die Option weg. Und damit ist das Naturland-Zertifikat meiner Meinung nach, Entschuldigung, scheiße. Ja, das ist ein Riesenfehler. Alles andere, was sie sonst verlangen, ist in Ordnung. Ja, ich habe da sonst nichts gefunden, was mich stören würde. Aber das ist ein Riesenfehler. Und damit, liebe Grünen, lasst diese scheiß Naturland-Zertifizierung weg. Und das nächste: Muss jeder Wald in Baden-Württemberg FSC-zertifiziert sein? Nein.
ausgesprochen nein. Mit normalen, gesetzmäßigen und halbwegs gut geführter Forstwirtschaft, wie sie ForstBW sowieso sich auf die Fahnen geschrieben hat und sowieso auch umsetzt, so wie die Wälder hier jetzt auch aussehen. Das ist ja nicht so, dass es das noch gar nicht gibt. Man kann das in ja vielen Wäldern sehen. Der hier zum Beispiel ist auch super. Der ist ein bisschen jung da hinten. Ja? Und hier ist eine kleine Lichtung, weil da ist halt jetzt gerade mal eine kleine Lichtung. Aber ich hoffe nicht immer dahin, wo eine kleine Lichtung ist, damit ich ein bisschen mehr Licht habe zum Filmen. Ja? Nichtsdestotrotz, hier ist alles super bewirtschaftet. Und das ist kein Einzelfall. Wir haben gut bewirtschaftete Wälder. Wir müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus überall noch ein FSC-Siegel draufkleben. Das macht dem Wald, wenn überhaupt, dann nur so viel besser. Und kosten Schweinegeld. Und ist im Holzverkauf, ja, international ist es natürlich schön, wenn du ein Stück Holz verkaufst und da ist das FSC-Stempelchen drauf. Dann weiß man, okay, das kommt jetzt zumindest mal nicht aus großer Schrott-Forstwirtschaft. Im Regelfall. Es gibt hin und wieder, gab auch schon mal Fälle, da ist das in die Hose gegangen, aber da sitzen auch nur Menschen im FSC. Aber im allermeisten Fällen ist das dann schon in Ordnung. Man darf diesem Siegel schon vertrauen. Aber es ist halt einfach nicht nötig. Da könnte man genauso gut Holz aus Baden-Württemberg draufschreiben. Das würde nicht zusätzlich noch was kosten. Und es wäre immer noch die gleiche Qualität. Also fast jeden Wald, den wir hier so in Baden-Württemberg haben, den kann man quasi unbesehen auch FSC zertifizieren. Aber dafür muss da vorher noch ein Haufen Geld ausgegeben werden. FSC-Zertifikate sind arschteuer. Das Geld kann man sich sparen. Das ist, da kommt der Bund der deutschen Steuerzahler und nörgelt wieder mal, dass der Staat so viel Geld ausgibt. oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich bin da dagegen. Ja? So, die Zukunft des Waldes hängt auch von gut aus- und weitergebildeten Menschen ab, die den Waldbau voranbringen. Ja, absolut. Das Land soll auch über 2021 hinaus 100 Ausbildungsplätze für Forstwirt, Sternchen innen, steht hier so, finanzieren. Für eine klimapositive Forstwirtschaft. Wir setzen die Gesamtkonzeption Waldnaturschutz von ForstBW konsequent um. Letzteres, jupp, das ist prima, habe ich gelesen, das Paper. Hervorragende Idee, absolut forstwissenschaftlich anerkannt. Da gibt es nichts auszusetzen. Oder zumindest nur so ganz kleine Details. Der ein oder andere Prof wird bestimmt was finden, wo er ein kleines bisschen anderer Meinung ist, aber im Großen und Ganzen. Ja, und vor allen Dingen wird schon gemacht und man sollte das einfach weitermachen. Konsequent umsetzen, prima, ja. Approved soweit. So, was noch? 100 Ausbildungsplätze für Forstwirtinnen. Ehrlich gesagt, ich stecke nicht so sehr in den Zahlen, dass ich jetzt sagen könnte, ist das viel, ist das wenig. Es ist zumindest mal gut. Ja, es ist zumindest mal ein Anfang. 100 Ausbildungsplätze ist sicherlich nicht nichts. Die müssen ja später auch noch einen Job kriegen können. Und die müssen ja irgendwo noch eingestellt werden. Und es gibt auch noch ein paar, die auf dem Markt rumrennen und noch gar keinen Job haben. Und ja, vielleicht könnten das noch ein paar mehr sein. Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, das sind übrigens die einzigen, das muss man jetzt auch noch hervorheben, die Grünen sind die einzigen, die versprechen, so und so viel zusätzliche Forstleute auszubilden. Das Landeswaldgesetz wollen wir optimieren, wie schon wieder, um den Erholungswert des Waldes zu stärken und Standards für eine schonende Bewirtschaftung zu setzen. Wir wollen die Jagd gemeinsam mit Wissenschaft, Jagdverbänden, Natur und Tierschutz zu einem ökosystemorientierten Wildtiermanagement weiterentwickeln. Das ist, denke ich, in vielen Teilen schon passiert. Das Jagdgesetz von Baden-Württemberg ist ja schon jetzt ein Jagd- und Wildtiermanagementgesetz. Baden-Württemberg ist in vielen Fragen der Jagd ganz anders als die anderen Bundesländer. Und hier merkt man eben die vorangegangenen Legislaturperioden mit den Grünen. In die Richtung haben die schon immer gearbeitet. Ich vermute, wenn es da noch in die Richtung weitergehen soll, ich weiß nicht, was dann da noch kommen soll. Das frage ich mich wirklich. Das macht mir ein kleines bisschen Sorgen, weil ich finde das eigentlich jetzt in Ordnung. Es ist ohnehin, umstritten wird es immer sein. Egal, was du machst, es wird umstritten sein. Das muss man auch ganz klar so sagen. Das genaue Gegenteil wäre umstritten, noch extremer wäre umstritten, irgendwo dazwischen. Da hast du mindestens auch wieder genauso viele Gegner. Jagd ist ein unglaublich umstrittenes Thema. Aber ich weiß nicht, wieso man da jetzt noch mehr dran rumwursteln will und warum sie jetzt das Landeswaldgesetz ändern wollen. Ich glaube nicht, dass sie da reinschreiben wollen, ab sofort darf man im Wald zelten und Feuer machen.
Das glaube ich nicht. Nee, wirklich nicht. Wobei, nee. Also ich sehe jetzt, abgesehen von den Sachen, die das Besuchen des Waldes betreffen, da gibt es sicherlich das eine oder andere, was ein bisschen Reform gebrauchen könnte. Darüber hinaus sehe ich da jetzt nicht allzu großen Handlungsbedarf. Aber wenn Sie da irgendeine tolle Idee haben, wird man sehen, sofern man sie dann wählt, ne? Und sofern sie an der Macht bleiben. Ja, ist halt auch nicht konkret genug, um da irgendwas drüber sagen zu können. Ist so ein bisschen wischiwaschi. So, das, wo geht's weiter? Wald muss sich auch natürlich entwickeln können. Ja. Wer schon einmal im Nationalpark Schwarzwald zum Wildsee hinabgestiegen ist, hat die Kraft eines alten Waldes erlebt. Der Satz ist sehr grün. Das muss ich jetzt so leider kurz mal hier. Das ist halt jetzt reine Waldesoterik. Ne? Da ist wirklich schön. Ja, da ist wirklich, wirklich schön. Das gebe ich ja zu, aber. Ja, und auch Wohngebiete ohne menschlichen. Ach so. Um auch Waldgebiete ohne menschlichen Eingriffe als wichtige natürliche Rückzugsräume zu sichern, wollen wir bis zum Ende der Legislaturperiode das Ziel der nationalen Biodiversitätsstrategie erreicht haben. 10% der öffentlichen Waldfläche als Prozessschutzfläche bereitstellen. Zusätzlich planen wir, einen Wald-Wildnis-Fonds einzurichten, um ökologisch besonders wertvolle Waldflächen anzukaufen. Holz ist ein klimafreundlicher, nachwachsender Baustoff. Deshalb werden wir die Holzbau-Offensive weiterführen, das Laubholztechnikum stärken, in den nachhaltigen, klimafreundlichen Materialien aus Laubholz entwickelt werden. So. Also, zunächst mal, die Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung wollen sie umsetzen. Da geht es halt darum, dass 10% der Waldfläche Deutschlands zu Naturwald, also komplett aus der Nutzung, Naturwaldreservat, Nationalparkartig, wie auch immer man das nennen möchte, umgebaut werden sollen. Das ist katastrophal gesteigert. Nicht mal im Ansatz haben wir so viel. Und in Baden-Württemberg sind wir auch noch weit genug davon weg, dass das ein ambitioniertes Ziel ist, wenn sie das in der nächsten Legislaturperiode schaffen wollen. Andererseits ist auch Forst BW gerade aufgrund von politischen Vorgaben von oben dabei, da entsprechend geeignete Flächen rauszusuchen. Und es gibt auch schon viele Flächen, die eben quasi jetzt dann demnächst in diesen Zustand übernommen werden können. Das entsprechende Konzept gibt es also. Man tut sich jetzt ein bisschen schwer, noch mehr Flächen zu finden. Am Anfang ist das natürlich immer leichter wie gegen Ende. Da tut es dann immer mehr weh. Als erstes nimmt man ja die Sachen, die nicht wehtun. Ja, und dann wird es schwieriger. Das ist ambitioniert. Ich denke, das ist möglich. Aber notwendig ist es sicherlich auch. 10% ist ein guter Wert. Es wurde viel gestritten zwischen 15 und 15 in der Fachwelt. Und ich bin ein Freund von Kompromissen. 10, guter Wert. Guter Wert. Ja, also das ist ambitioniert, ist halt ein politisches Versprechen. Ja, wir wissen es immer. Kennt jeder. Politisches Versprechen, kannst du daran glauben, dass sie es hinkriegen? Kannst du davon ausgehen, dass sie es nicht hinkriegen? Kannst du machen, wie du lustig bist? Wenn sie es nicht versprechen, brauchst du auch nicht glauben, dass sie es tun. So gesehen, ich tue mich da immer schwer. Ja, also... Was soll man denn anders machen, als das beurteilen, was sie einem vor der Wahl erzählen? Dann kann man auch einfach gar nicht wählen gehen. Das ist für mich persönlich überhaupt keine Option. Ich finde wählen gehen extrem wichtig. Extrem. Bin noch nie nicht wählen gegangen. Bin aber auch nicht so alt, dass ich jetzt so super furchtbar oft schon wählen war. Aber seit ich darf, gehe ich wählen. Und auch jedes Mal mit vorherigem Abchecken, wen ich eigentlich wählen möchte. Ja. Gut, also das eine war die Sache mit den 10%, dann Prozessschutzfläche haben wir gesagt, der Wald-Wildnis-Fonds, um ökologisch besonders wertvolle Waldflächen anzukaufen, das halte ich für hervorragend. Es ist oft ein bisschen schwierig, wenn eben teilweise sehr wertvolle Flächen eben noch in privater Hand sind oder in einem unwilligen Kommunalwald, sage ich jetzt mal, beziehungsweise der die Kohle aus Waldbewirtschaftung haben kann. Und wenn man dann daraus Landeswald machen, dann gehört er erstens uns allen so irgendwo. Und das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Erbe, dass man eben Wald, Naturwald als Naturwald erhält. Und dafür sind wir auch alle zuständig. Und dann ist es damit auch eine Aufgabe vom Land, das zu tun. Halte ich also auch für durchaus sinnvoll. Da habe ich nichts dran auszusetzen. Sollen sie mal machen.
So, und die Holzbauoffensive. Ich bin nicht ganz in der Materie. Das Ding ist so semi umstritten. Ja, es gibt durchaus kritische Stimmen. Grundsätzlich ist es sicherlich richtig und fördernswert und unterstützenswert, dass man Methoden entwickelt. Das ist ja auch eine mit forschungsorientierte Geschichte, dass man Methoden entwickelt, wie man mit Laubholz mehr machen kann, sage ich jetzt mal. Mit Laubholz vor allen Dingen im Hausbau mehr machen kann. Das wird man brauchen, weil wir mehr Laubholz haben werden und tendenziell etwas weniger Nadelholz haben werden in der Zukunft. Ist noch nicht ganz klar, in welchem Verhältnis, aber da man sowieso Möglichkeiten finden muss, jedes Holz möglichst langfristig irgendwo zu verbauen, aus Klimaschutzgründen, aus wissenschaftlicher Sicht, wird das ein Thema sein. Ja? Und deshalb bin ich generell der Holzbauoffensive positiv gegenüberstehend und kann einfach noch nicht genau sagen, ob die mir jetzt 100% gefällt oder nur so grundsätzlich. Da muss ich mich noch mal irgendwann intensiv mit beschäftigen. Gut, das waren die Grünen. Ja, also erfahrungsgemäß haben die zum Wald relativ viel drin. Steinigt mich. Ist halt so, ne? So. Schnitt. Und dann kommen wir zur nächsten Partei. So, und ich habe mir gedacht, ich fasse jeweils schnell zusammen, wenn wir mit den jeweiligen Parteien fertig sind. Also, positiv ist 100 Forster-Zubi-Stellen. Die Sache mit dem Dauerwald. Die wertvollen Waldflächen, die sie ankaufen wollen, um besser darauf aufpassen zu können, finde ich jedenfalls gut. Dann 10% von den Wäldern aus der Nutzung nehmen und das in der kommenden Legislaturperiode. Das finde ich auch zwar ambitioniert, aber sollte das funktionieren, finde ich gut. Ist auf jeden Fall ein schönes Ziel. Waldnaturschutz von Forst BW beibehalten. Der ist sehr durchdacht, da bin ich ein Fan von. Und man muss sagen, das ist natürlich irgendwo ein Pro, das die anderen Parteien nicht haben können, denn bisher haben sie es wirklich ganz gut hinbekommen. Also ich kann nicht erkennen, dass die Grünen jetzt in ihrer vergangenen Regierungszeit irgendwas beim Wald signifikant falsch gemacht hätten. Manches ist umstritten, aber ja, nicht falsch. Also sehe ich jetzt jedenfalls nicht so. Ja, können andere Leute natürlich anders sehen. Gut, neutral ist das Jagdgesetz anpassen, Waldgesetz anpassen. Ich habe halt keine Ahnung, was da rein soll. Das kann man jetzt so oder so interpretieren. Ist sicherlich nicht unbedingt erforderlich, beziehungsweise die Änderungen, die sie machen werden, wird bestimmt nichts sein, was ich gut finde. Die heimischen Baumarten bevorzugen, das ist so ein 0815-Dingens, das macht fast jeder. Unterstützung von Privatwaldbesitzern, das ist zu wenig konkret, um da sagen zu können, ja super, grundsätzlich gut, aber ja, wird man sehen müssen. Contra ist auf jeden Fall FSC-Zertifizierung, weil man braucht sie nicht unbedingt. Und die Naturlandzertifizierung ist eine Katastrophe und scheiße. Das habe ich, glaube ich, ausreichend deutlich gemacht. Und ich bin eher kritisch, was die deutliche Ausformulierung von Wald vor Wild angeht. Da ist einfach der wissenschaftliche Kenntnisstand, ob das wirklich notwendig ist. Quasi Waldbau mit der Büchse, nennen das die Gegner dieser Methode. Ob das wirklich notwendig ist, das wird man noch sehen müssen. Und da hätte ich vielleicht eine etwas weniger deutliche Positionierung bevorzugt. Aber es ist kein schlimmer Kritikpunkt. Ja, und das sind die Grünen. Also jedenfalls aus meiner Sicht. Die haben halt viele Argumente, mehr als die ganzen anderen Parteien. Und man kann sich jetzt streiten, wie schlimm diese Naturlandzertifizierung ist. Das ist schon ein derart gravierender Fehler, wenn man das wirklich flächendeckend einführt. Aber ansonsten überwiegt positiv. Nächste Partei ist die CDU, aber vielleicht kurz noch mal ganz kurz zu den Grünen. Alles andere, was die sonst noch an Politik haben, das soll hier keine Rolle spielen. Ja, das möchte ich noch mal ganz eindeutig sagen. Wer mit irgendwas anderem in der grünen Politik nicht einverstanden ist, ich bin auch mit vielem anderem nicht einverstanden, der darf das sein, aber das muss jetzt hier einfach nicht, das gehört hier jetzt einfach nicht her. Jetzt kommen wir zur CDU.
Also, gleiches Prinzip wie eben. Ich lese vor und kommentiere zwischendurch. Baden-Württemberg ist Waldland. Rund 40% des Landes sind Waldfläche. Unser Wald ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere sowie Erholungsort für uns Menschen. Ja, da ist die Präambel wenigstens schön kurz. Alle Nutzungsarten gilt es dabei, zu einem ausgewogenen Miteinander zu verbinden. Auch das sind wir koscher, ne? Sind wir mit einverstanden, passt, ja? Schön neutral formuliert. Gut, der Erhalt unserer Wälder ist für uns angesichts des Klimawandels zu einer von immenser Bedeutung. Ja, ja. Mit dem Notfallplan Wald fördern wir eine schnelle und zielgerichtete Wiederaufforstung durch unsere Waldstrategie auf Basis moderner forstwissenschaftlicher, die haben Forstwissenschaft reingeschrieben, sehr gut, Forschung, wollen wir gesunde Wälder mit klimastabilen Baumarten schaffen. So, damit die Forstwirtschaft zukunftssicher bleibt, wollen wir eine dauerhafte Unterstützung für Waldbesitzer. Hier an der Stelle. Also, die wollen eine nach forstwissenschaftlichen zielgerichteten Wiederaufforstung und gesunde Wälder mit klimastabilen Baumarten schaffen. Das ist alles jetzt so ein bisschen, was sind denn jetzt, ne? Wenn sie forstwissenschaftliche Erkenntnisse da reinschreiben, ja, das ist jetzt kein Witz, wenn ich sage, das ist gut, dann gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich das meinen. Und dann werden sie sich wohl dem Mainstream der forstwissenschaftlichen Forschung anschließen. Das überrascht mich jetzt wenig, weil die Julia, die CDU ist, die ist ja Forstministerin und die hat entsprechend den wissenschaftlichen Beirat für Forstfragen an der Hand und hört auf den. Traditionell. Also seit die Julia bezüglich Forst irgendwas macht, hört sie auf ihren wissenschaftlichen Beirat. Ich finde das richtig und vielleicht das Beste, was man machen kann, wenn man nicht selber Forstwissenschaftler oder sowas ist. Aus meiner Sicht, ja, ich bin da voreingenommen, ich bin selber einer und die Kollegen haben natürlich recht. Klar bin ich da voreingenommen, ja, aber das ist halt eben auch mein Video und meine Meinung. Und ich weiß nicht, auf wen man bei Waldfragen sonst hören soll, als der Experte, der sich mit Waldfragen beschäftigt. Also, das heißt quasi, wir halten uns an das, was die Wissenschaft sagt, das ist richtig. Ja, jetzt kann man von der CDU halten, was man möchte, aber das ist absolut richtig. Wüsste nicht, was ich daran auszusetzen hätte. Ja, und entsprechend klimastabile Baumarten, da definieren sie auch nicht, dass sie nur heimische Baumarten meinen, sondern sie meinen klimastabile Baumarten. Genau das ist richtig und das ist eben das, was ich bei den Grünen kritisiert habe, dass die da halt eben de facto durch ihr Naturlandsiegel, was sie auch akzeptieren wollen, die klimastabilen fremdländischen Baumarten von vornherein ausschließen. Zumindest in den Wäldern, wo das Naturwaldsiegel dann eben gang und gäbe ist. Selbst der FSC lässt ein paar fremdländische Baumarten bis zu einem gewissen Anteil zu. Ja. Und der Anteil ist groß genug, bis zu 20% dürfen es laut SSC, glaube ich, sein. So viel wird es gar nicht werden. Das wird man in fast keinem Wald jemals haben, dass man die 20% erreicht. Aber ja, also so gesehen, in Ordnung, geht, kann man machen. So, damit die Forstwirtschaft zukunftssicher bleibt, wollen wir eine dauerhafte Unterstützung für Waldbesitzer in Form eines Klimaschutz- und Wiederbewaldungsprämie in Höhe von 100 Euro je Hektar über die nächsten 30 Jahre. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, für größere Waldbesitzer sind 100 Euro pro Hektar nicht viel Geld. Damit kann man nicht viel anfangen. Pro Jahr allerdings, ja, für die nächsten 30 Jahre, dann sind das insgesamt halt bekanntlichmaßen 3.000 Euro pro Hektar. Damit kann man dann schon ein bisschen was machen. Also das ist sicherlich ein Betrag, der ist nicht besonders hoch und wird nicht jetzt alles retten und alles rausreißen. Und deswegen sollte nicht jeder Privatwaldbesitzer sofort die CDU wählen. Also nicht allein deswegen, wenn er sowieso tun möchte, dann muss er das halt tun. Oder darf er das selbstverständlich gerne tun. Halte ich für nicht verkehrt. Es ist auch ein vertretbarer Betrag. Das tut nicht weh, weil ein Hektar ist schon eine relativ große Fläche. Die allermeisten Privatwaldbesitzer haben nur einen sehr kleinen Privatwald. Die können sich freuen, wenn sie 5, 6, 7 Hektar haben. Das ist
schon relativ viel für einen normalen Privatwaldbesitzer. Viele haben auch 0, irgendwas Hektar, das heißt, die kriegen dann 3,50 Euro gefühlt da dann raus. Und das tut jetzt, denke ich, dem Steuerzahler nicht allzu sehr weh und könnte aber doch, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Geld daran koppelt, dass es für klimastabilen Waldumbau genutzt werden soll, dann kann man damit zumindest mal pro Hektar und Jahr so, ich sag mal grob, 5 sehr gute Setzlinge einer wahrscheinlich nachweislich klimastabilen Baumart irgendwo noch zusätzlich hinstellen und mal zu gucken, wie die sich entwickelt. Das heißt, jeder Privatwaldbesitzer dürfte sein eigenes kleines forstliches Versuchsfläche aufbauen, das war grammatikalisch nicht korrekt, egal, und könnte dann mal selber ein bisschen rumprobieren und müsste es nicht bezahlen. Und da rumprobieren die Basis der empirischen Forschung eben nun mal ist, bis zu einem gewissen Grad, da werden mir jetzt die Wissenschaftstheoretiker widersprechen, aber ohne Rumprobieren keine empirische Forschung, halte ich das für nicht falsch. Ich muss sicherlich auch nicht sein. So. Damit werden wir nicht nur die Rolle des Waldes als Lebensraum unzähliger Arten und natürlicher CO2- und Wasserspeicher schützen, sondern auch seine forstwirtschaftliche Nutzung sichern. Ne, mit den 100 Euro allein sicher nicht. Das ist völlig übertrieben. Das hat garantiert nicht diesen eklatanten Effekt, dass damit der Wald mit Sicherheit gesichert ist. Quatsch. Völliger Schwachsinn. So, denn die CDU setzt auf die Nutzung und Weiterverbreitung sämtlicher heimischen Rohstoffe. Neben dem Anspruch des Fortbestandes unserer Selbstversorgung mit mineralischen Rohstoffen wie Kies, Kalk, Sand, Salz oder Naturstein, an dieser Stelle muss ich kurz einsprechen, den Anspruch dürft ihr gerne haben, was könnt ihr vergessen. Tatsächlich ist Sand inzwischen wirklich richtig, richtig knapp geworden. Naturstein, das geht. Kalk, naja, die Bayerischen Alpen sind noch hoch genug. Kiesgruben werden inzwischen auch zu einem Problem, wenn man neue haben möchte. Und die ausgebaggert sind, sind inzwischen ganz schön ausgebaggert. Das ist gar nicht so einfach. Also das Zeug kannst du auch nicht unendlich aus heimischer... das ist halt eine sehr konservative Denkung. Passt gut zu den grundsätzlichen Annahmen, dass die CDU eine konservative Partei ist. Dass man denkt, man kann damit in alle Ewigkeit weitermachen, endliche Ressourcen in Deutschland abzubauen, weil es sie hier gibt. Oder zumindest mal gegeben hat. Das geht wirklich nur eingeschränkt und ja, Stein ist in Deutschland tatsächlich am günstigsten abzubauen, weil Stein zu transportieren kostet erheblich mehr, als Stein irgendwo abzukloppen. Und wir haben durchaus noch Potenzial für Steinbrüche, die kann man auch ökologisch vertretbar noch Steinbrüche betreiben und so weiter und so fort. Aber mit vielen der anderen hier genannten Ressourcen wird das langsam ein Thema werden und vor allen Dingen in der Zukunft ein Thema werden. Und da finde ich eine Versteifung darauf, dass das weiterhin bereitgestellt werden soll, ein völlig falsches Signal. Es muss ja sowieso und es wird ja sowieso weiter passieren, ob ihr es in euer Wahlprogramm schreibt oder nicht. Dann schreit es doch nicht rein und tut so, als wäre das eine ganz klare Sache, dass das weiter so sein soll. Das finde ich schwierig. Ja, aber das ist wie genau, natürlich wie alles hier nur meine Meinung. So, dies gilt ganz besonders auch für den Rohstoff Holz. Ja, das ist klar, ne? Muss auch so sein. Gut. Wir werden die unteren Forstbehörden bedarfsorientiert Personal aufstocken. Bedarfsorientiert. Sagt doch einfach, ihr werdet Personal aufstocken, das ist überall nötig. Bedarf ist flächendeckend landesweit gegeben. Aber gut, steht drin, sollen sie machen, ist eine gute Sache, ist richtig. Mit der Holzbauoffensive fördern wir deshalb nicht nur eine zukunftsorientierte Form der Bioökonomie, sondern auch regionale Holzproduktion. Tja, da die CDU bei uns mitregiert, ist die Holzbauoffensive, die Grünen auch haben, auch von der CDU mitgedeckt und wird von denen soweit offensichtlich getragen, dass sie sich auch weitermachen wollen, wenn sie gesamt an der Macht sind oder wo auch immer die jetzt landen werden nach der Wahl. Ja, also an der Holzbauoffensive haben wir schon drüber gesprochen, die ist gut. Auch darüber hinaus bietet Holz als Rohstoff eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, als Verpackungsmaterial ebenso wie als Ausgangsstoff neuartiger Textilien oder Kombiwerkstoffe. Diese Verwendungsbreite wollen wir, ja was wollt ihr denn, zusammen mit Wirtschaft und Wissenschaft erweitern. Das ist so ein nichtssagender Satz. Die Forschung geht sowieso in die Richtung, die Forschung ist unabhängig.
da wird ganz viel gemacht. Wenn jetzt ein bisschen mehr Gelder vom Land in diese Richtung fließen, dann ist das ganz nett, aber wäre der CDU nicht als herausragende Leistung anzurechnen. Ja? Das ist einfach so ein Selbstläufer, den man sich hier zu eigen machen möchte. So liest sich das zumindest für mich. Also wenn das noch nicht da wäre, ja, und wenn es da dringenden Handlungsbedarf gäbe, dann ist es natürlich schon cool, dass sie das machen in die Richtung. Das ist ja auch nicht falsch, nur ist das so ein, wir schreiben da mal was hin, was von allein passiert und tun so, als wären es wir gewesen. Wirkt zumindest auf mich so. So, ein gesunder Wald braucht nach unserer Überzeugung zudem engagierte Jägerinnen und Jäger zur Kontrolle des Wildbestandes. Immer neue Einschränkungen des Jagdrechts lehnen wir deshalb ab. Und das ist eine klare Abgrenzung von den Grünen, die eben sehr wohl weiterhin an der rechtlichen Ausgangssituation von Jagd- und Forstrecht rumdoktern wollen, auch wenn ich eben nicht weiß, wieso. Die CDU will das nicht, das passt, ne? Also schön so bleiben, wie es ist. Weiter so, weiter so. Es ist traditionell auch in der Jagdpolitik, auch gerade der CDU, immer mal wieder normal und immer so gewesen gefühlt, dass man die Jagd den Jägern überlässt und die Jagdlobby auf die CDU ohnehin einen hohen Einfluss ausübt, hohen Druck auch ausübt, dass sie gefälligst ihre jagdlichen Themen selber regeln soll, möchte, darf. Und genau das können wir hier gerade lesen. Die CDU ist also der Meinung, die Jagd soll ihre jagdlichen Angelegenheiten selber regeln und mischt sich da nicht ein. Das wird sicherlich vielen Jägern gefallen, das ist ja auch nachvollziehbar und legitim. Das darf euch sehr gerne gefallen, falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt. Kann ich verstehen. Mir persönlich ist auch in jagdwissenschaftlichen Fragen eben der wissenschaftliche Kenntnisstand, der damit einfließen sollte, wichtig. Ob das bei einer Selbstverwaltung der Jagd durch die Jäger der Fall ist, das darf bezweifelt werden. Bei der Jagdgeschichte, da gibt es einfach nur schlechte Lösungen. Wenn du es so machst, dann hast du die einen verprellt. Wenn du es anders machst, hast du die anderen verprellt. Und die genaue Wahrheit, die kennt halt einfach keiner. Und das macht das so schwierig. Ja. Das war die CDU. Also viel klassische CDU-Politik, sprich soll so bleiben wie ist, ist beim Zustand des Waldes, wenn man bedenkt, dass sie ja die wissenschaftlichen, forstwissenschaftlichen Erkenntnisse anerkennen und die auch weiterhin in die Waldbewirtschaftung einfließen lassen wollen, kann man das so machen. Ja? Also das geht. Ja. Ja, dann machen wir wieder die kleine Zusammenfassung. Hier die CDU. Also gut ist, dass sie die Forstwissenschaften machen möchte, lassen will. Ja, das ist in Ordnung. Da kann ich wirklich nichts gegen sagen. Das bisschen Geld für den Privatwald kann sicherlich nicht schaden. Gerade bei den Summen, die doch recht überschaubar sind. Die Holzbauoffensive ist wieder drin. Die tut auch nicht weh. Das kann nicht schaden. Das ist immer so ein bisschen Forschung. Ich als selber schon Forschung betrieben habender bin sowieso immer Fan von Forschung. Im Zweifelsfall kommt dabei raus, dass es tatsächlich nicht geht, mit Laubholz vernünftig zu bauen, dann sind wir auch schlauer. Ja, also das kann nicht schaden. Dieses personalbedarfsgerecht aufstocken, das ist mir zu schwammig, keine Ahnung, was das heißen soll. Mehr Personal grundsätzlich gut, aber bedarfsgerecht, ja, da könnte man sich möglicherweise noch genauer mit auseinandersetzen. Und das Bekenntnis zur Nutzung endlicher Ressourcen, das ist halt 1800 Ungrad, wäre das noch sinnvoll gewesen. Heutzutage stößt mir das extrem bitter auf, finde ich gar nicht cool. Und die Jagd, der Jagdlobby zu überlassen, dass also diejenigen, die davon profitieren, gleichzeitig diejenigen sind, die für die engere Ausführung zuständig sind, das halte ich auch für grundsätzlich keine wirklich so richtig tolle Idee. Da gehört schon noch eine Kontrollinstanz, die unabhängig von den Selbstjagenden ist, dazu. Ja, das war die CDU. So, die FDP. Ich war überrascht, dass die FDP einen erstaunlich guten Beitrag zum Wald hat. Schön klar strukturiert, mit einzelnen bam, 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 bam
kleinen Maßnahmen, das gefällt mir, muss ich jetzt wirklich vorneweg sagen, ich bin erstaunt, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es fehlen ein paar Dinge, aber andererseits, wenn die da nicht drinstehen, heißt das ja nicht, dass die wegkommen, sondern das heißt lediglich, dass die dann halt so bleiben, wie sie sind vielleicht. Das ist halt eben, wie interpretiert man sowas. Aber ich lese mal vor. Der Wald nimmt gut 40% der Fläche des Landes Baden-Württemberg ein. Wo haben wir das denn schon mal gelesen? Ah, bei der CDU. Er erzeugt Holz, entzieht der Atmosphäre CO2, reguliert den Wasserhaushalt und bietet Raum für Erholung und Entwicklung von Artenvielfalt. Ja, ja, stimmt alles. Im ländlichen Raum hängen noch immer zahlreiche Arbeitsplätze an der Forst- und Holzwirtschaft. Es gibt also viele überzeugende Gründe, die Forst- und Holzwirtschaft verlässlich zu sichern. Ich finde schön, dass Sie das Thema Arbeitsplätze mal ansprechen. Tatsächlich ist Deutschland noch vor der Automobilindustrie ist der größte Industriezweig, also der größte Arbeitgeberbereich sozusagen, das Cluster Wald, Forst, Holz mit allen nachgelagerten Betrieben. Also die Forstwirtschaft selber und sämtliche holzverarbeitenden Betriebe, inklusive die Pappindustrie und so weiter, bilden zusammen den größten Bereich für, oh Maus, oh ein Schwarze, was ist das denn für eine? Na, ist leider so weit weg. Und jetzt ist sie auch schon wieder verschwunden. Ja, bilden zusammen einen der größten Faktoren fürs Bruttoinlandsprodukt. Ja, dass die wirtschaftsorientierte FDP das hier also reinschreibt, passt zur Partei, ist immerhin konsequent und ist auch gut und wichtig. Das sollen sie gerne reinschreiben, kein anderer tut das. Und da haben sie ein Alleinstellungsmerkmal, das finde ich gut. Das gefällt mir grundsätzlich erstmal. So, wir werden eine Nadelholzstrategie 2100 erarbeiten, denn wir brauchen auch in Zukunft klimastabile Mischwälder und große Mengen an Nadelholz. Dabei wollen wir bürokratische Hürden für nicht standortheimische Baumarten wie Douglasie oder Zeder abbauen. Die FDP ist die einzige Partei, die sich mal traut, irgendwelche wirklich brauchbaren Zukunftsbaumarten beim Namen zu nennen. Beide sind als ziemlich zuverlässig, ziemlich weiterhin eine Rolle spielend anzusehen, sowohl Douglasie als auch Zeder. Ich finde das einfach mal, das nehme ich positiv zur Kenntnis. Das gefällt mir, dass sie mal auch den konkret wirklich sagen, bam, und nicht, oh, ja, so, ich bin überhaupt kein FDP-Wähler, ehrlich gesagt, aber das gefällt mir diesmal. Also der Waldbeitrag hier von der FDP, der ist gut, ne, bisher. So, ich finde auch gut, dass sie die Nadelholzstrategie eben, das ist eine gute Idee, weil das stimmt, wir werden weiterhin Nadelhölzer brauchen. Während die CDU und die Grünen ja offensichtlich der Meinung sind, dass man den Laubholz, die Laubholzverwertung ausarbeiten sollte und ausweiten sollte und wir in dieser Hinsicht technologisch was dazulernen müssen. Und das irgendwie so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wolle man vom Nadelholz generell weg. Das ist sicherlich nicht Stand der Forstwissenschaft und auch nicht Stand der Forstwirtschaft und dessen, was die Forstwirtschaft sich wünscht. Nadelhölzer sind einfach zu überlegen in der Verarbeitung. Die lassen sich so einfach verarbeiten und so praktisch und so energiesparend, dass sie auf jeden Fall weiterhin eine Rolle spielen werden. Und tatsächlich sind zukunftsfähige Nadelhölzer wie die Douglasie und die Zeder, das sind hervorragende Beispiele, da haben sie offensichtlich jemand gefragt, der sich auskennt, unbedingt ein Bestandteil der zukünftigen Waldbewirtschaftung, insbesondere in Baden-Württemberg. Unbedingt, alle beide. Douglasie mit Sicherheit, Zeder müssen wir noch gucken, wie viel, aber es sind ja auch nur Beispiele. Ja? Also ich finde das einen hervorragenden Ansatz, etwas, was mir wirklich bei den allermeisten anderen Parteien und auch generell bei der Naturschutzstrategie, die man sonst immer so hört von öffentlicher Ebene in Deutschland, zu kurz kommt, die Erkenntnis, dass wir Nadelholz einfach auch weiterhin brauchen werden. Denn es geht nicht ohne, auch wenn es fast nie standortheimisch ist. Sofern man jetzt nicht auf dem Brocken steht oder um den Brocken drumherum oder im Hoch-Hoch-Hoch-Schwarzwald oder in den Alpen. Bayerischer Waldhochlage noch, da wirst du auch noch ein bisschen Nadelholz natürlich vorkommen finden und noch ein paar andere Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen sind wir tatsächlich ein 90% Laubwaldland von der natürlichen Entwicklung. Und wenn man sich an der natürlichen Entwicklung orientiert, dann wird auch die natürliche Waldbewirtschaftung eben einen mindestens 80%igen Laubholzanteil, wenn man sie wirklich so krass auslegen möchte, das ist die Frage, ob man das will, mit sich bringen. Und das ist wirtschaftlich gesehen blöde Idee, ja? Wirklich blöde Idee. Da hat also die FDP echt einen Punkt.
Ja, so, mit der Forststrukturreform 2019 eingeführte Belastung durch bürokratische Vorschriften entschlacken und durch ein schlankeres Landeswaldgesetz Rechtssicherheit vor Forstwirtschaft und Vertrag Naturschutz schaffen. Mea culpa, ich bin gerade nicht auf dem Laufenden, was die Forststrukturreform 2019 genau angerichtet hat. Ich weiß, dass sie einiges umgeworfen hat, kann mich aber da jetzt nicht qualifiziert zu äußern. Viele Förster haben irgendwie ihre Reviere wechseln müssen oder sind jetzt bei wem anders unter Vertrag sozusagen, haben also einen anderen Chef bekommen, dafür ihr Revier behalten und es wurde ganz viel verändert. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich muss mal diesen Punkt einfach mal jetzt so stehen lassen. Ja, Vorschriften entschlacken halte ich grundsätzlich, ehrlich gesagt, für gut. Aber kann mehr dazu nicht sagen. Bin ich aber ein genereller Fan von. Ne? So, mit Blick auf den kleinteiligen Privatwaldbesitz in Baden-Württemberg, die Professionalisierung... forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse fördern. Das heißt, kleine Waldbesitzer sollen sich doch bitte zusammenschließen zu einer Waldbesitzervereinigung. Das bedeutet, jeder zahlt 0,37% vom Förster. Zusammen leisten sie sich dann einen. Der bewirtschaftet ihren gesamten Wald, inklusive natürlich noch Forstwirte und oder holt sich Fremdfirmen, wenn was gemacht werden muss und so weiter. Und die Kosten für die Waldbewirtschaftung teilen die dann halt durch 237 Waldbesitzer. Und die Erlöse der Waldbewirtschaftung teilen sie durch 237 Waldbesitzer. Führt insgesamt zu einer nicht kleinteiligen Waldbewirtschaftung, sondern in einem großen Ganzen, in einem logischen Konzept und in einer dann möglicherweise erstens mal wirtschaftlich interessanteren und aber auch ökologisch nachhaltig interessanteren Waldbewirtschaftung, weil es halt auch ein gelernter Forster oder sonst irgendjemand in diese Richtung macht und nicht ein Laie. Das heißt jetzt nicht, dass das ein Laie nicht kann. Ich habe auch schon viele Privatwälder gesehen, die wunderbar aussahen, auch wenn derjenige nie was von Wald gelernt hat. Manche Leute können es einfach trotzdem und sind einfach vorsichtig und orientieren sich an dem, was schon dasteht und machen in diese Richtung ein bisschen weiter. Da gibt es also viele, viele schöne oder haben sich selber weitergebildet und so weiter. Gibt es viele Beispiele, wo das funktioniert. Im Durchschnitt ist aber auch Stand der Forschung und Stand der Situation, dass viele privatwaldreiche Regionen eine solche Professionalisierung vielleicht jetzt nicht emotional besser machen würde, aber aus wirtschaftlicher und nachhaltiger Sicht schon. Ja, das ist also, kann man schon versuchen. So, aus der FSC-Zertifizierung der Forstwirtschaft aussteigen und zur einfachen Zertifizierung nach dem international verbreiteten Standard PEFC, auch PEFC genannt, zurückkehren. Ja, also aus dem FSC aussteigen, ihr habt ja gehört, ich habe die Sache mit dem FSC, finde ich, nicht notwendig, dass man da jetzt unbedingt rein muss. Daher zurückkehren zum PEFZ, finde ich auch nicht notwendig, weil PEFZ ist zu lasch. PEFZ hat quasi jeder Wald bei uns automatisch, noch mehr als fast jeder Wald schon automatisch FSC hat. Und daher ist PEFZ für den Eimer, meiner Meinung nach. Der Standard ist einfach zu schwach, als dass es gibt Wälder, die sind noch besser als PEFZ-Wälder und werden dann trotzdem nur in Anführungszeichen PEFZ zertifiziert. Das bringt denen nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine baden-württembergweite PEFZ-Zertifizierung zu irgendwas gut ist. Andere Bundesländer haben das. Die machen PEFZ-Zertifizierungen landesweit. Verkaufen sie dadurch wirklich mehr Holz? Wage ich zu bezweifeln. Also weg vom FSC, da kann man sicherlich drüber diskutieren. Sicherlich. Und ich wäre nicht traurig, wenn man das macht. Man kann auch beim FSC bleiben. Das tut auch nicht weh. Das ist beides durchaus möglich. Aber PEFZ stattdessen... Ja. Also, würde aber auch nicht wehtun. PEFZ ist scheiße billig. Vergleichsweise. Gut, Maßnahmen ergreifen, um den Bestand an Rehen und Wildschweinen weitgerecht im Rahmen zu halten und den Biber ins Jagdrecht aufnehmen.
Der Biber wird uns nochmal irgendwo anders begegnen, bei einer anderen Partei, die den auch im Jagdrecht gerne haben möchte. In Baden-Württemberg sind Schäden durch den Biber noch relativ überschaubar. Den Biber ins Jagdrecht aufzunehmen, wird vor allen Dingen in Bayern langsam wirklich zu einem akuten Thema. Ich glaube, die haben es denn schon drin? Ich weiß es nicht. Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß es. Aber in Bayern gibt es auf jeden Fall schon Biberentnahmen und Biberjagd unter Sonderfällen. Sie haben auch zwei Biberbeauftragte, die sie dann entsprechend vom Land bezahlen, die sich darum kümmern, dass halt hier und da auch mal ein Biber entnommen wird, weil sonst wird es wieder zu viel Biber. 100% Schutz für den Biber führt zu einer guten Ausbreitung vom Biber. Der Biber ist ein tolles Tier, aber tatsächlich verkraftet die Landschaft, wenn wir sie auch noch wirtschaftlich nutzen müssen, und das müssen wir, da ist ja keine Alternative, in vielen Teilen nur eine gewisse Anzahl Biber, und dann muss man den halt irgendwann mal wieder reduzieren. Hoffentlich so, dass er nicht wieder vom Aussterben bedroht ist, beziehungsweise ist er natürlich immer noch bis zu einem gewissen Grad, aber es ist schwierig. Es ist rein aus ökologischer Sicht ist der Bestand an Biber in Deutschland, dadurch, dass er halt nur kleinteilig vorkommt, nicht so hoch, dass man sagen könnte, der Biber kann wieder bejagt werden. Aber lokal ist der Bestand an Biber doch so hoch, dass er so große Schäden anrichtet, dass er aus wirtschaftlicher Sicht fast bejagt werden muss. Deswegen die Biberfrage, das ist ganz schwer auch wieder zu beantworten. Allerdings ist eine Aufnahme ins Jagdrecht ja nicht gleichbedeutend mit, der wird ab sofort bejagt, sondern lediglich der zählt zum jagbaren Wild. Man kann ihn auch ins Jagdrecht aufnehmen und sagen, er ist ganzjährig geschont. Jedenfalls unterliegt er dann der Hege. Das bedeutet, die Jäger müssen sich auch um den Biber kümmern und müssen ihm gegebenenfalls helfen. Sollte er selten werden, dann ist es die Aufgabe der Jäger, die das Revier haben, die Pacht da haben, dann auch sich um den Biber zu kümmern und ihn irgendwelchen unterstützend einen anknabberbaren Baum hinzustellen oder was auch immer da genau jetzt eine Maßnahme für den Biber sein soll, das weiß ich jetzt auch nicht so recht spontan. Aber ja, also ins Jagdrecht aufnehmen, das kann man sicher machen. Da sehe ich jetzt kein Übel. Dann hat man ihn halt schon mal drin für den Fall, dass es dann mal notwendig sein sollte, doch mal hier und da gezielt einen Biber zu entnehmen. Kann man machen. So, und die FDP ist übrigens auch die einzige Partei, die was für Radfahrer tut, würde ich jetzt nicht sagen, aber die Radfahrer thematisiert, nämlich die berühmte 2-Meter-Regelung. Das steht hier nicht, aber an der 2-Meter-Regelung aus dem Landeswaldgesetz festhalten. Das bedeutet, Radfahrer dürfen auf Wegen, die schmaler als 2 Meter sind, offiziell nicht fahren im Wald, in Baden-Württemberg. Das ist hoch umstritten und wird viel diskutiert, aber scheinbar findet es die FDP gut. Aber gleichzeitig, unter Einbeziehung der Interessensgruppen, werden wir die Anzahl der Fahrradtrails deutlich erhöhen und so weit wie möglich zu einem Netz verknüpfen. Die Trails werden kartografiert, sodass sie in der Landkarten und Apps als solche ausgewiesen werden können, sowie einheitlich und deutlich erkennbar beschildert. Finde ich hervorragend. Tut mir leid. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die FDP so gut wegkommt. Sie haben halt nur Sachen drinstehen. Es sind vergleichsweise wenige konkrete Maßnahmen, auch eher kleine Maßnahmen, aber die sind eigentlich entweder macht doch mir doch egal oder ja, ist eine sinnvolle Bereicherung. Und ganz ehrlich, das Netz für die Radfahrer ausbauen, das ist doch nun wirklich nichts, was wehtut. Das kostet auch vergleichsweise überschaubar Geld, dann sind die glücklich und zufrieden, vielleicht haben wir dann ein bisschen weniger illegale Trails dadurch und das tut doch wirklich, also das ist einfach so eine, da hat doch keiner was dagegen Maßnahme, würde ich jetzt persönlich sagen und würde ich das Gefühl haben, ja. Also, ja, gefällt mir, ganz ehrlich, gefällt mir. Ja, was die sonst noch so treiben, die FDP, das weiß ich nicht, müsst ihr wissen. Ja, keine Ahnung. Aber das Waldding ist in sich weiter wie nach Fahrplan, ein paar interessante kleine Ergänzungen, die man halt bei den anderen nicht liest. Und gut, das war die FDP. Ja, kurz und schmerzlos die FDP mit der Nadelholzstrategie, mit Douglasie und Cedar zum Beispiel. Ich finde nach wie vor toll, dass die auch mal konkrete Baumarten nennen. Mehr Fahrradtrails können wir sicherlich brauchen, das ist der Ruhe und dem Frieden im Wald mit Sicherheit zuträglich und die Radfahrer freut es auch. Waldbesitzervereinigungen und WBVs, ist der Fachterminus, stärken schadet der Waldwirtschaft mit Sicherheit nicht.
Ob das jetzt immer und überall sein muss, gut, man kann sowieso niemanden dazu zwingen. Ne? Also so gesehen spricht da auch nichts dagegen. Und es ist relativ Wurst, ob der Biber jetzt aktuell schon im Jagdrecht steht oder nicht. Früher oder später wird er da rein müssen. Kann man sicherlich machen und das dann auch in Ordnung. Dann wäre halt ganzjährig geschont aktuell in Baden-Württemberg. Also das wäre die Voraussetzung. Ne? Nur weil er ins Jagdrecht kommt, heißt das nicht, dass es sofort geschossen werden muss. Ich denke, das wissen diejenigen, die sich das ausgedacht haben, auch. Und PEFZ statt FSC, das macht es ein bisschen besser, aber noch besser wäre, gar keine Vorschrift irgendwas zertifizieren zu lassen. Meiner Meinung nach. Aber das ist durchaus umstritten. Ja, und das war die FDP. Also wirklich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das bedeutet, bei allem anderen machen wir Business as usual, also weiter wie bisher, dann ist das durchaus eine Option, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin überrascht. So, die Linke. Der Waldschutz gewinnt seit dem heißen Sommer der letzten Jahre und dem immer öfter auftretenden Waldbränden zusätzlich an Bedeutung. Immer öfter auftretende Waldbrände in Baden-Württemberg. Ja, das stimmt, aber die sind völlig, ne. Die Fläche an Waldbränden, die wir in Baden-Württemberg haben, das ist total zu vernachlässigen. Die werden zwar häufiger, aber das spielt nicht mehr so eine Rolle. Das ist wirklich winzig, die Flächen. Ja, auch wenn zugegeben, die nehmen zu. Ja. Um den Waldboden weniger zu schädigen und die extreme Mechanisierung der der Waldbewirtschaftung zu mindern, braucht es mehr Personal. Das stimmt, ja. Der Wasserhaushalt des Bodens muss geschützt und dort, wo er durch Holzernte und die dafür angelegten Gassen und Entwässerungsgräben geschädigt wird, auch wiederhergestellt werden. Das geht nicht. Die Holzvorräte im Wald wie auch den Alt- und Totholzanteil wollen wir deutlich erhöhen, da naturnahe Wälder eine wichtige Kohlenstoffsenke für den Klimaschutz sind. Den Anteil der naturnahen Wälder, die aus der wirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und sich selbst überlassen werden, werden wir kontinuierlich erhöhen oder wollen wir kontinuierlich erhöhen. Gut, also im Wesentlichen, die wollen mehr Naturwald, mehr Urwald von morgen, sowas in die Richtung. Das darf man sicherlich so sehen. Das kann man machen, klar. Es ist halt immer die Frage, wenn du Wald aus der Nutzung nimmst, kannst du nicht bewirtschaften. Dann musst du irgendwo anders einen alternativen Rohstoff zu Holz herkriegen oder woanders noch mehr Wald anbauen, um dann wieder daraus neues Holz zu kriegen. Alle Fläche, die wir aus der Nutzung nehmen, fehlt uns eben als Nutzfläche. Das kann man bis zu einem gewissen Grad machen. Das sollte man bis zu einem gewissen Grad unbedingt auch wirklich tun. Wie hoch diese Zahl eben ist, wir hatten es ja eben schon, 5% war mal das Angebot, 10% war die 15% war die Forderung und mit 10% hat man sich in der Mitte getroffen. Das ist aber ohnehin auf Bundesebene die Bundeswaldstrategie und das muss in Baden-Württemberg quasi in jedem Fall irgendwann umgesetzt werden. Ob man jetzt das noch zusätzlich darüber hinaus steigert, Sie haben hier halt keine konkreten Zahlen drin. Würde mich interessieren, ob Sie es darüber hinaus noch weiter steigern wollen oder ob Sie einfach generell, da Sie es ja ohnehin müssen, sozusagen, den Naturwaldanteil erhöhen wollen. Das ist mir etwas zu schwammig und zu wenig konkret, also ganz anders als bei der FDP, die da sehr konkrete Angaben macht, ist das hier halt so ein, ja, wir wollen mal so grundsätzlich mehr Wald aus der Nutzung nehmen und mehr Naturwald. Und wo der Boden ist Ihnen wichtig. Sie haben auch noch einen anderen Absatz zum Boden und wollen die Flächenversiegelung stoppen. Das finde ich ganz hervorragend. Allerdings hat das jetzt mit dem Wald nicht direkt was zu tun, deswegen habe ich sie jetzt nicht aufgenommen. Aber das mit denen, dass sie die quasi die Schäden durch Rückgegessen wieder herstellen wollen, das geht quasi nicht. Man kann Rückgegassen nicht wirklich reparieren, aber andererseits Entwässerungsgräben, die kann man wieder zuschütten. Das wäre auch extrem wichtig, aber das ist auch so ein bisschen, wir treten offene Türen ein. Aller Naturschutz, der gesamte Naturschutz überall ist gerade dabei, Entwässerungsgräben zuzuschütten. Es gibt einen landesweiten Konsens, dass Entwässerungsgräben von Mooren und Ähnlichem böse sind und wieder zugeschüttet gehören.
das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Also es gibt niemanden, der jetzt der Meinung ist, wir brauchen mehr Entwässerungsgräben in Mooren und anderen Feuchtgebieten. Im Gegenteil. Also es gibt wirklich einen ganz klaren Trend, dass das bereits passiert. Und natürlich kann man das jetzt hier noch reinschreiben und so tun, als wäre man da total dafür und würde das total fördern, dass das passiert. Aber es ist wirklich ein Eintreten offener Türen sozusagen. Und ein bisschen so ähnlich wie wir wollen mehr Naturwald, der kommen muss. Wenn wir sie konkret gesagt hätten, wir wollen auf 15%. Das wäre ein Statement, aber das steht hier so leider nicht drin. Das kann man jetzt also so oder so interpretieren. Das dürft auch gerne ihr so oder so interpretieren. Worauf ich noch eingehen wollte, die wollen die Hochmechanisierung der Waldbewirtschaftung scheinbar ein bisschen herunterkriegen, indem sie mehr Personal einsetzen. Mehr Personal braucht es. Punkt. Ja, das ist absolut so. Ein Bekenntnis zum generellen mehr Personaleinsatz finde ich hier bei den Linken ist fast noch am deutlichsten bisher von den bisherigen Parteien, die wir uns angeguckt haben. Und ist gut. Das ist gut. Ob das der Hochmechanisierung entgegenwirkt, sicherlich zum Teil, weil wenn wir den Rückegassenabstand erhöhen, also Rückegassen, ich sitze hier an einer, das ist eine. Die kann man anlegen in Abständen von 20 bis 40 Metern. Das ist so das, was es bisher so gibt. 30 Meter eher selten gesehen, 40 Meter zurzeit so das, was man gerne haben möchte. Je weiter auseinander, desto besser für den Waldboden, desto weniger von den Dingern gibt es. Ne? Wenn du also einen Kilometer erschließen willst und hast einen 20 Meter Abstand, dann hast du doppelt so viele Gassen, wie wenn du einen 40 Meter Abstand der Gassen zueinander hast. Ich rechne das jetzt nicht aus, das kann nämlich ewig dauern. Dementsprechend ist 40 Meter sicherlich waldschonend. Aber das Problem ist, du musst von diesen 40 Meter Gassen auch an alle Bäume hinkommen. Und wenn da ein Baum jetzt, sage ich mal, 20 Meter zwischen den Gassen steht, auf der einen Gasse sind 20 Meter bis zum Baum, von der anderen Gasse sind 20 Meter bis zum Baum, dann kommt da kein hochmechanisierter Harvester mehr hin, so einen langen Arm hat er nicht. Und das bedeutet, man muss zufällen, das heißt, die Bäume in der Mitte werden noch manuell mit der Motorsäge umgesägt und dann in Richtung der entsprechenden Rückegasse, wo gerade der Harvester steht oder welches Maschinchen auch immer, geschmissen. Und der greift sich dann das Ding an der Krone, zieht sich noch ein bisschen weiter ran und schnappt sich dann und breitet es auf. Ja, also das geht so auch, aber tatsächlich braucht man dafür dann mehr Personal. Das ist also schon korrekt recherchiert, dass eine Reduzierung der Rückegassendichte und da Bodenschutz den Linken ja sehr sicher wichtig zu sein scheint, dass damit einhergeht eine Erhöhung des Forstpersonals und dass eine Grundvoraussetzung davon ist, dass man das überhaupt so machen kann. Also, die Linken sind also von ihrer grundsätzlichen Ausrichtung her sicherlich was für Leute, die ein Riesenproblem mit Rückegassen haben, die gerne eine Lösung des Rückegassenproblems herbeiführen möchten und die auch sonst natürlich, das gilt ja für alle dieser Parteien, auch sonst mit der Linken sympathisieren. Und denen das besonders wichtig ist, weil für viele andere Waldsachen haben sie jetzt gar nicht so viel drin. Ob das jetzt heißt, sie wollen sonst nichts verändern oder ob das heißt, der Rest ist uns scheißegal, das wissen wir halt jetzt nicht. Ne? Gut, jetzt muss ich kurz Päuschen machen und was trinken und dann kommen wir zur letzten Partei, die noch eine Rolle spielt, die AfD. Und auch da machen wir das gleiche Prinzip wie bisher. Wir lesen und dann kommentiere ich. Der Erhalt unserer Wälder als Kulturgut ist es wert, gefördert zu werden. Dafür dürfen die Privatwaldbesitzer gegenüber staatlichen und kommunalen Waldbesitzern nicht benachteiligt werden. Das Abholzen von Waldflächen... Achso, nee, das ist das nächste Punkt. Okay. Von mir aus. Ja. Interessant ist, dass der Wald hier ein Kulturgut ist. Ja, ist er auch. Ja. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass das irgendwer mal sagt. Aber dass es halt hier nur ein Kulturgut ist, stößt mir so ein bisschen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja. Die Privatbesitzer dürfen staatlich und kommunalen Waldbesitzer nicht benachteiligt werden. Das werden sie auch nicht. Ich sehe nicht, wo das notwendig, wieso das da steht. Das verstehe ich nicht. Aber ich stecke da ja nicht dahinter, was da die genauen Hintergründe sind, warum die in ihr Wahlprogramm schreiben, was sie in ihr Wahlprogramm schreiben. Das ist auch bei den anderen Parteien so, dass ich das da nicht genau weiß. Aber mit diesem Satz kann ich nun wirklich so gar nichts anfangen und weiß nicht, was das heißen soll.
So, das Abholzen von Waldflächen zur Errichtung von Windkraftanlagen lehnt die AfD ab. Ja, das ist immerhin eine klare Aussage. Das ist in dem Zusammenhang zu sehen, dass sie auch nicht an einen anthropogen verstärkten Klimawandel den leugnet, beziehungsweise die Klimawissenschaft ablehnt, manche andere Wissenschaft auch ablehnt. Und das ist eine Tatsache, dass aus meiner Sicht und irgendwo auch meine Meinung und ja, das heißt ja jetzt nicht, dass sie deswegen niemand wählen darf. Ich versuche mich ja hier einigermaßen neutral auszudrücken und keine Partei von vornherein irgendwie abzulehnen. Zu der Sache mit der Windkraft. Also folgendes. Es gibt derzeit zwei wesentliche Szenarien, wie man eine Energiewende hinbekommen kann, beziehungsweise drei. Dritte ist, es gibt keine Energiewende. Das wäre wohl die favorisierte Variante der AfD. Variante 2 ist dann die rein regenerative Energiewende und dann gibt es noch Variante 3, regenerativ und Kernkraft. Für Variante 2, die rein regenerativ, werden wir Wald roden müssen, um auch auf unseren Mittelgebirgen, die nun mal bewaldet sind, Windräder zu installieren, weil die werden wir brauchen. Das ist auf jeden Fall Stand der Technik. Ob man das möchte, aber eine komplett auf regenerative Energiewende gibt es ohne Ausbau der Windkraft, inklusive in Wäldern, in Mittelgebirgen, wo halt eben nun mal auch viel Wind geht auf den Gipfeln oder vor den Gipfeln oder dahinter oder wo auch immer genau. Ich bin da kein Experte, aber das ist unmöglich, ohne das zu tun. Ja? Das wird also notwendig sein. Punkt. Deshalb halte ich diese Forderung aus Sicht einer möglichen Variante Energiewende nur mit regenerativen Energiequellen für Blödsinn. So, zweites Szenario, Energiewende mit Kernkraft und regenerativen Energiequellen, was ich persönlich für realistischer halte, weil wir es nicht schaffen werden, genügend regenerative Energiequellen hinzukriegen, um auf Kernkraft verzichten zu können, bis uns die Zeit davon läuft. In dem Fall kann man sich sicherlich kloppen, ob man zusätzliche Wälder roden möchte oder muss, um da dann eben entsprechend noch Windräder reinzustellen. Ja. Sinnvoll ist es auf den Gipfeln von Mittelgebirgsbergen auf jeden Fall. Natürlich sind sie da auch besonders als Kulisse in der Landschaft weit zu sehen. Ob man das jetzt schön findet oder nicht, das muss man individuell feststellen. Und da werden wir auch nie irgendeinen Nenner finden können. Ästhetisches Empfinden, da kann man nicht drüber diskutieren. Das kann man nur empfinden. Ne? Und also die Notwendigkeit von manchen Waldrodungen zum Aufstellen von Windrädern, sofern man nicht sagt, es gibt keinen anthropogenen Klimawandel. Oder theoretisch könnte man auch sagen, okay, den gibt's, aber wir schaffen das eh nicht. Wir können da nichts dagegen tun. Wir brauchen es gar nicht erst versuchen. Die Einstellung kann man natürlich auch noch haben. Ja, das geht. In dem Fall kann man auch gerne Windräder ablehnen. Dann wäre das wenigstens eine konsistente Haltung. Und ja, aber gut, das langt, glaube ich, an dieser Stelle. So, wir setzen uns für einen Ausgleich zwischen Wald und Wild ein, insbesondere in die landeseinmalige Rotwildverordnung aufzuheben, die diesen Tierbestand nur in kleinen, begrenzten Gebieten zulässt. Jetzt weiß ich gerade nicht genau, warum die Rotwildverordnung von Baden-Württemberg landeseinmalig sein soll. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Der Grundsatz ist bei Rotwild, dass die tatsächlich in, ich sage jetzt mal, böse Ghettos gehalten werden und nur in bestimmten Gebieten vorkommen dürfen. Wenn sie diese Gebiete verlassen, sind sie sofort restlos niederzubügeln, also zu schießen, damit sie da halt nicht mehr vorkommen. Man akzeptiert also die Schäden, die Rotwild im Wald hinterlässt, nur in bestimmten Gebieten und überall sonst haben sie gefälligst nicht zu sein. Ich bin da auch kein Fan von und ich bin jetzt in der schwierigen Situation, dass ich tatsächlich mal der Meinung der AfD sein muss. Das ist jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben passiert. das stimmt. Ja, ich aufheben. Ich kenne keine Alternative, die funktionieren würde, aber die ist scheiße, das stimmt schon. Ja? Also da haben sie schon recht. Die
Rotwildverordnung, die ist wirklich. Aber ich kenne keine Alternative. Das ist eben so eine Sache. Aufheben ist halt radikal. Ist halt eine radikale Lösung. Und was dann passiert, wird uns auch nicht schmecken. Das wird uns nicht schmecken, weil dann verbreitet sich das Rotwild vielleicht, wahrscheinlich, wieder flächendeckend, früher oder später. Dann gibt es jede Menge tote Hirsche, weil die überall auf die Straßen rennen. Dann gibt es jede Menge Schäden durch Hirsche am Wald. Dann wird es schwierig mit zum Beispiel Tannenverjüngung. Das hat schon Konsequenzen. Das hat wirklich Konsequenzen, inklusive eben toter Leute durch Wildunfälle. Weil so ein Hirsch vom Auto, das macht Peng. Ja, der wiegt bis zu 250 Kilo, ein Rothirsch. Das macht echt Peng. Und gerade wenn der dann noch dem Auto entgegenläuft oder sonst wie. Und außerdem haben die so eine praktische, so dünne Beinchen und eine praktische Höhe. Wenn du ihn mit deinem Maserati die dünnen Beinchen wegfährst, dann fliegt dir der Oberkörper mit dem Gehörn dran, genau durch die Windschutzscheibe und einmal durchs komplette Auto. Also Unfälle mit Rotwild sind genauso tödlich wie Unfälle mit Elch. Der ist zwar nochmal einen Ticken schwerer, aber das macht dann fast schon keinen Unterschied mehr. Das wird Menschenleben kosten, unter anderem. Das kann jetzt ein Argument sein, das muss nicht zwingend Argument sein, aber ich verstehe und ich möchte mich emotional tatsächlich anschließen, dass man die Rotwildverordnung scheiße findet. So, für das Rotwild, unser Wappentier, ist ein erweiterter und ausgewogener Lebensraum sicherzustellen. Warum da jetzt Wappentier stehen muss? Ja. Die AfD schätzt den Einsatz unserer Förster und unserer Jäger als staatlich geprüften Naturschützer. Okay. Mit ihrer Arbeit in Feld, Wald und Flur leisten sie einen wertvollen Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz. Das stimmt. Das stimmt. Das ist aber jetzt auch nicht, dass die... Was heißt das jetzt? Dass die das gut finden. Ja, das ist schön. Danke. Ich fühle mich angesprochen. Ja. Jäger sind wichtige Partner bei der Eindämmung von Tierseuchen, wie das Beispiel der Schweinepest gezeigt hat. Die ist noch nicht in Baden-Württemberg. Also Jäger sind grundsätzlich wichtig bei der Bekämpfung von der Schweinepest. Ja, definitiv. Jäger sind auch sonst für viele, viele, viele Dinge wichtig. Gar keine Frage. Ja, das steht völlig außer Frage. Das ist so. Aber die baden-württembergischen Jäger hatten mit der Bekämpfung der Schweinepest jetzt noch gar nichts zu tun. Es beweist nicht, weil es noch nicht passiert, aber es beweist, dass Landwirtschaft, Forstwesen und Jagd aufeinander angewiesen sind. Das ist so, ja, aber das war auch ohne Schweinepest schon so. Aber gut, die Aussage stimmt. Das, ja, also abgesehen davon, dass das nicht durch die Schweinepest bewiesen wird, stimmt das alles soweit. Zur Bejagung der stark gewachsenen Wildschweinbestände befürwortet die AfD den Einsatz von Nachtsichtgeräten. Auch das ist durchaus schön und das kann man schon so machen. Das steht aber auch schon im reformierten Bundesjagdgesetz, dass die in den jeweiligen Ländern erlaubt werden dürfen. Ich meine auch, dass das in Baden-Württemberg zumindest auf Antrag kein Problem ist, ein Nachtsichtgerät, also Hightech-Schießgewehr, entsprechend benutzen zu dürfen. Aber das ist in Ordnung, das darf man sicher sehr gerne befürworten. Ich persönlich befürworte das auch und möchte mich da hier anschließen. Ist ein Teil der Lösung, wie man mit den Wildschweinbeständen umgehen kann. Man muss halt die Jagd auf Wildschweine, also ich denke jedenfalls, dass das so ist, dass man die erleichtern werden, die Jagd auf Wildschweine leichter machen muss. Und ein Teil der Lösung ist sicherlich ein Nachtsichtgerät. Also das ist völlig in Ordnung, das sehe ich auch so. Des Weiteren fordern wir die Einführung einer Wildschadenskasse von Gemeinden, Jägern und Grundstückseigentümern. Das wäre jetzt halt relativ revolutionär und was sicherlich den Jägern sehr gefallen würde. Bisher ist der Jäger dafür verantwortlich, dass es keine Wildschäden gibt, innerhalb gewisser Regeln und gewisser Normen, die im Gesetz so festgelegt sind. Wenn es doch Wildschäden gibt, dann ist der Jäger schadensersatzpflichtig und darf dann da zur Kasse gebeten werden, weil er halt zum Beispiel, kann man ihm dann nachweisen oder kann man es ihm nicht nachweisen, das ist nochmal eine andere Frage. Notfalls gibt es dann eine Gerichtsverhandlung. Ob er schuld ist, dass es eben jetzt die Wildschäden gegeben hat. Und wenn er jedenfalls schuld ist oder zumindest ein Gericht das feststellt,
dann kann er zur Kasse gebeten werden und muss das ausgleichen. Wenn man also jetzt alternativ vorher eine Kasse anlegt, in der die Gemeinde, der Jäger und der Grundstückseigentümer reinzahlt, dann ist der Jäger quasi nur noch, ich gehe mal davon aus, gleichmäßig, ich weiß es nicht in welchem Verhältnis, dann ist der Jäger nur noch anteilig dran schuld, wenn Wildschäden entstehen und kann da nur noch ja, anteilig eben durch diese Gesamtkasse zur Kasse gebeten werden. Das heißt, für den Jäger wäre das erheblich günstiger, für alle anderen erheblich teurer. Ja, das ist für einen Jäger sicher interessant. Für alle anderen weiß ich jetzt nicht, wo da der Vorteil sein soll. Ja? Aber jetzt finde ich es nicht mehr. Ich meine, sie hatten auch noch irgendwo was vom Biber zu stehen. Das war in einem anderen Absatz. Das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben. In einem anderen Absatz ist dann noch davon die Rede, dass der Biber auch ins Jagdrecht gehört. Das hatten wir schon bei der, war es die FDP? Kriege ich nicht mehr zusammen. Ja, ich glaube, das war die FDP. Ja, da hatten wir das auch schon. Gleiche Antwort, gleicher Kommentar dazu wie auch bei der FDP. Und insgesamt muss ich sagen, ich bin ja schon positiv überrascht, dass die AfD überhaupt einen Waldbereich in ihrem Wahlprogramm hat. So, jetzt habe ich zwar gesagt, wir reden hier nur über Waldpolitik der jeweiligen Parteien. Allerdings ist Klimapolitik irgendwo auch Waldpolitik und ich möchte es nur wenigstens kurz erwähnt haben. Die AfD denkt, es gibt keinen menschgemachten Klimawandel. Das lasse ich einfach so im Raum stehen. Für mich ist klar, wen ich von all den Parteien, die wir jetzt durchgekaut haben, am allerwenigsten wählen werde. So. Und ansonsten zur Zusammenfassung der Sache mit dem Rotwild. Klar, man kann das Rotwild auch einfach frei rumspringen lassen. Das führt zu anderen Problemen und löst das Rotwildproblem sicherlich nicht. Dass es da aber ein Problem gibt, ist schon mal gut, dass das mal irgendjemand zur Kenntnis nimmt. Und das rechne ich jetzt hier als positiv an. So, dass es Nachtsichtgeräte auf Waffen geben darf, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber sicherlich ein valider Teil der Wildsau-Problematik-Bekämpfung. Allerdings ist das offene Türen einrennen und ob die AfD das jetzt gut findet oder nicht, das wird sowieso so kommen. Also, ja, gut. Kontra die Wildschadenskasse, da sehe ich nicht ein, warum ein Dorf und ein Landwirt, die beide keinen Einfluss auf die Wilddichte ausüben können, dafür zahlen müssen, wenn die Wilddichte zu hoch ist, um die Kasse vom Jäger, der als einziger quasi da in der Lage ist, überhaupt darauf einzuwirken, auf die Wildstandssituation, das irgendwie ausgleichen müssen. Das sehe ich die Notwendigkeit nicht. Ja, und die Windräder im Wald, ich bin gegen ein pauschales Verbot. Ich würde es vermeiden wollen, für Windräder Wald zu roden, aber wenn sich dann aus nachvollziehbaren Gründen, welche auch immer das dann sein mögen, die Notwendigkeit ergibt, dann ist es halt so. Ja, also pauschales Verbot finde ich sehr falsch. Ja, und das war's zur AfD. So, und den Rest habe ich kommentiert. Und jetzt sind wir durch. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wen ich jetzt wählen soll. Das möchte ich an dieser Stelle nur anmerken. Ich werde mich aber schon noch entscheiden. Und wer jetzt nochmal, habe ich das gesagt? Doch, das habe ich gesagt. Die SPD ist deswegen nicht da, weil sie keinen Waldteil hat. Und die ÖDP ist auch nicht vorhanden, weil sie keinen Waldteil hat. Davon abgesehen, und da war der Akku leer. Jetzt wollte ich gerade Tschüss sagen. Das ist immer ärgerlich. Ja, davon abgesehen habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt kann jeder für sich selber ein bisschen schauen, was er denn aus den jeweiligen Aussagen da machen kann. Welche Meinung er damit zu den jeweiligen Parteien bestätigen, ändern oder bilden möchte und das ist hoffentlich jetzt in einem einigermaßen verträglichen Rahmen ohne allzu großes Gemecker an den jeweiligen Parteien abgelaufen. Ich habe wirklich versucht, mich zusammenzureißen. Wenn es nicht immer ganz geklappt hat, bitte ich um Entschuldigung und wenn ihr ein ähnliches Maß an Zurückhaltung in den Kommentaren, ich sag's nochmal, einigermaßen hinbekommt, dann bin ich sehr froh und bedanke mich und wünsche ein schönes, was gerade ist. Bis zum nächsten Mal. Und übrigens für die Bundestagswahl, die ansteht, machen wir nochmal dasselbe. Vielleicht noch mit Ergänzung um Umweltpolitik. Das könnte sein, ja, dass ich dann irgendwie Blut geleckt habe. Mal gucken. Tschüss.